Hallo, willkommen zurück zu einem weiteren Teil Animal Crossing auf Dunkelheim. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und auf diesem Weg auch nochmal, wenn es recht spät ist, ein frohes neues Jahr an dich. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht und ja, ein gesundes neues Jahr für dich auf jeden Fall. Heute, also es kamen jetzt ein paar Tage keine Videos tatsächlich von Animal Crossing. Es tut mir sehr leid, aber ey, ich weiß nicht, ich bin so müde, geht's dir auch so? Ich bin so kaputt. Das ist echt der Hammer. So. Aber jetzt gucken wir erstmal deine Briefkasten. Ah, Post von Mama. Ich habe mir für das neue Jahr vorgenommen, mich öfter künstlerisch zu betätigen. Oh, ich auch. Wenn meine Kreativität eine Blume wäre, so stünde sie in diesem Jahr in voller Blüte. Grimm. Gut zu hören, Simsala. Das schnelle Geld klingt nach einer prima Idee, oder? Aber das kannst du vergessen. Manche Leute sehen aus, als würde es bei ihnen funktionieren, aber das täuscht. Also merkt ihr, keine Abkürzungen. Ich mein's ernst. Oh, er meint's ernst. Okay. Ja, Akademie muss ich mich auch mal mit drum bemühen, aber nee. Okay. Alles klar. Ich habe auch nicht mehr gespielt seitdem, seit Silvester. Jetzt gucken wir erstmal, was uns Mama geschenkt hat. Ein Gemälde. Achso, für die Wand wahrscheinlich. Okay, dann. Ach ja. Jetzt muss ich niesen, Entschuldigung. Entschuldigung, direkt zweimal. Huiuiuiui. So, was habe ich hier noch? Ach ja, mein Weihnachtsgeschenk. Halloween-Kekse. Okay, packen wir erstmal alles weg, was wir nicht mehr brauchen. Dann ziehen wir uns um. Oder? Kann ich eigentlich auch anlassen, ne? Etwas wegpacken. Halloween-Kekse kommen weg, das Gemälde kommt weg, der Leuchtstab kommt weg, die Mini-Bibliothek kommt weg. Beziehungsweise nicht, die will ich eigentlich noch aufstellen. Will ich eigentlich noch einen Platz für Finn? Okay. Alles klar. Ich glaube, wir lassen das heute mal noch an. Oh, Herr Sisa ist da. Aber ich will eigentlich nichts. Nee, ich möchte eigentlich möchte ich gar nichts. Ich komme lieber auf Habels Insel, da sehe ich nämlich, was ich kaufe. Oh, guck mal, es gibt schon einen neuen Busch, der blüht. Ja, ich möchte heute nämlich endlich mal versuchen, weiter die unsere Hexe zu beschenken. Beziehungsweise nehmen wir das mit und gucken mal, ob wir es überhaupt mal beschenken können. Und ich würde eigentlich ganz gerne die Weihnachtsdeko abnehmen auch. Oh, da ist Morpheus. Ich glaube, ich habe schon wieder viel zu lange mehr mit den Bewohnern nicht geredet, weil ich jetzt, glaube ich, 10 Tage nicht gespielt habe. Ah, ja, da sind die wieder alle so ein bisschen traurig. Ja, ich möchte auch leckere Snacks. Aber wir gucken halt mal bei allen vorbei. Ach, guck mal, hier ist direkt Besuch. Wir direkt mit beiden reden. Perfekt. Eine Woche. Ja, ich musste nicht untertauchen. Ich musste schlafen ganz viel. Ah. Ja. Ja, das ist gut. Guck mal, er hat sogar das Puppenhaus aufgestellt. Wie süß. Den Schneemann müssen wir auch noch bauen. Huiuiui. Okay, jetzt müssen wir mal eben. Ich brauche noch einen Platz für die Bibliothek. Eins habe ich ja dann schon aufgestellt, wo ich es wollte. Aber eins muss noch irgendwo hin. Würde ich ja eigentlich ganz gern hier so hinstellen. Irgendwo. Oh, guck mal, hier ist sie. Kann ich sie beschenken jetzt? Mal gucken. Ach, ich kann sie immer noch nicht beschenken. Ach, Mann. Ich würde sie ja so gern beschenken. Na gut. Also gut, dann.
packen wir hier erstmal die ganzen Weihnachtssachen. Weihnachten ist ja leider vorbei. Finde ich immer sehr schade. Ja, eigentlich wird die schon irgendwo hierhin ganz gut passen, die Bibliothek. Aber ich weiß auch nicht wo. Vielleicht hier so? Ich lasse sie mal da stehen. Vielleicht so einen Zeitungsstand könnte ich eigentlich auch noch gut bauen. Aber naja, jetzt müssen wir erstmal hier unsere Sachen wegpacken. Oh, wie sie alle traurig sind. Uiuiui. Oh, Terminkalender in Papierform. Benutzt du einen Terminkalender in Papierform? Oder schreibst du alles in dein Handy? Was für ein Typ? Was für ein Typ bist du? Sag mal. Achso, wir können doch eigentlich shoppen gehen, ne? Macht auch nichts. Ja, ja, auch gut. Oh, ein Hanukkah. Ja, sowas will ich auch haben. So eine Hanukkah-Kerze. Ja, ja. Rübenpreise will ich noch wissen. Okay, ist jetzt nicht so viel. Sollen wir den Tisch mitnehmen? Der ist eigentlich ganz hübsch. Einfach Tisch. Nehme ich. Okay, sehr gut. Vielen Dank. Und tschüss. Oh. Was hat er denn? Hört ihr das mal an? Janine hat gesagt, mein Spruch von letzter Woche ist... Im Ernst, husch, husch. Cooler als das geht's ja wohl nicht. Findest du auch, oder? Ja, finde ich voll cool. Ja, mit Sprüchen bin ich mir immer noch nicht sicher. Ach ja, die tolle Deko. Kommt schon wieder ab. Obwohl, die können wir ja erstmal stehen lassen hier. Weihnachtsdeko nehmen wir nur weg. Aber der Rest kann ja eigentlich erstmal bleiben. Kerze kann bleiben. Komme ich jetzt hier doch. Oh, aber da ist noch so ein kleines Weihnachtsbäumchen. Das nehmen wir natürlich auch weg. Moment, da können wir mal den Kerzenständer draufstellen. War das die Festmaldeko? Gehen wir nochmal hier rein und gucken. Zu Ike. Geht's dir auch so mit der Müdigkeit? Also bist du auch so müde zurzeit? Also mir hat heute jemand erzählt, es liegt an dem Sonnenstand im Januar. Ich weiß ja nicht, wie ich das ganze Januar mit der Müdigkeit noch durchstehen soll. Aber... Oh nein, ich will keine Libelle sammeln. Ach, na gut, weil du es bist. Versuchen wir eine Libelle zu sammeln. Mal gucken, ob uns das gelingt. Vielleicht bastelt ja auch noch jemand was. Vielleicht bastelt auch noch jemand was von Sachen, die ich noch nicht habe. Janine. Da haben wir doch gerade schon geredet. Tschüss, Janine. Bist aber schnell wieder nach Hause gekommen. Bist gerannt, oder? Das nenne ich Ehrgeiz. Man rennt,
damit man Besuch bekommt. Das finde ich super. Ah ja, hier ist ja noch Weihnachten. Das kommt weg. Und das kommt weg. Und das kommt weg. Und der Rest bleibt erstmal. Das können wir eigentlich auch mal lassen, diese Kugeln da. Ist ganz nett eigentlich. Das kommt weg. Das kommt weg. Wisst ihr, was wir jetzt garantiert nicht finden? Genau, eine Libelle. Oh, da steht auch noch ein Christbaum. Der kommt natürlich auch noch weg. Ja, bitte, was fertigst du denn an? Ein Baumstammteppich. Mhm. Oh, ich fürchte, das weiß ich schon, ja. Ja, ich nehme sie. Ja, ja. Oh, sie hat auch mein Weihnachtsgeschenk aufgestellt. Wie süß. Guck mal hier. Das müssen wir eigentlich auch noch machen auf der Ferienhausinsel. Alles absuchen. Ja, alles absuchen. Hallo sagen quasi. Also gut, dann. Ich würde gern den Schneemann bauen. Oh, da. Seht ihr sie? Da. Oh, das wird jetzt wieder gut. Ha. Eine Wasserjungfer, das ist gar keine Libelle. Na toll. So was. Oh, da singt wieder jemand. Das finde ich gut. Okay, also dann. Diese Maiglöckchen vermehren sich auch sehr schnell. Habe ich jetzt auf Facebook gesehen. Da hat... Eines sah total schick aus. Ein, so eine Art verlassenes Geisterdorf gebaut. Mit diesen Westernfassaden. Und so richtig cool. Ich glaube, die Idee klaue ich. Hier ist aber... Wo sind die denn? Die Kugeln. Die müssen ja irgendwo sein. Ach hier, guck mal. Katharina. Hier ist noch ein Plätzchen für dich frei. Oh ja, das lassen wir uns aber nicht zweimal sagen. Da müssen wir ein Foto machen. Wahrscheinlich bis ich das Foto habe, steht sie wieder auf. Macht sie nicht mit? Machen nicht normal die Bewohner mit? Na gut. Das war aber sehr süß. Dankeschön. Ach ja, die Schneiderei wollte ich auch noch. Also wo ist denn jetzt dieses... Die Kugeln, die müssen doch irgendwo sein. Ich blind und habe sie nicht gesehen? Ich war doch jetzt überall, oder? Ich würde ja gerne einen Schneemann bauen. Ganz komisch. Weil da hinten, das ist ja viel zu eng da. Hm. Da oben war ich ja auch schon. Und hier vorne liegen sie nicht. Wahrscheinlich bin ich wieder dreimal dran vorbeigerannt. Ach ja. Aber jetzt gucken wir erstmal hier, habe ich Meilen bekommen. Okay, dann gehen wir eben in die Schneiderei.
gehen ein bisschen shoppen. Können wir uns auch direkt umziehen? Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Vielleicht gibt es was Hübsches. Ich habe völlig vergessen, dass ich hier einen Pulli designt habe, ne? Für die Weihnachtssachen. Hier. Wo ist es? Hier. Habe ich völlig vergessen. Da. Oh, nein. Hier, sowas. Hätte ich mal aushängen können in der Weihnachtszeit. Ja, blöd. Na gut, nicht so schlimm. Oh, eine Hogwarts-Robe. Welches Haus bist du? Ich bin eher ein Hufflepuff, glaube ich. Das ist übrigens mein Lieblingskleid. Aber es ist nichts dabei, was mich so umhaut, leider. Eigentlich mag ich die Wintermode hier sehr gern, aber die Mütze nehmen wir, glaube ich, mit. Ich finde die schön. Hm, ja. Oder die. Nee, die. Okay. Ja. Können wir doch gleich mal tragen. Mit der Frisur finde ich das auch schön bei Mützen, dass das so rauskommt. Also, dass die dann nicht irgendwie verschwindet. Also, da müssen wir jetzt aber nochmal links gucken. Ob da vielleicht nicht doch irgendwo die Kugeln sind. Wir auch gleich mal gucken, ob hier eine Anleitung liegt. Ja, natürlich liegt eine Anleitung da. Yippie, du hast es gefunden. Hast du schon mal aus Langeweile Zeugs gemixt, so mit verbundenen Augen? So finde ich Rezepte. Falls du es nicht in Händen hältst, steckt es noch in der Flasche. Denk dran, täglich zubereiten. Okay. Obstscones. Kenne ich bereits. Na gut. Eine Fundsache. Okay, das machen wir auch. Natürlich. Also, was sagt denn die Fundsache? Da scheint irgendjemand hier verloren zu haben. Okay. Ich glaube, wenn da nichts steht, dann sind wir noch nicht hoch genug im Freundschaftsrang. Und da hätte ich jetzt eine Vermutung, dass es ihr gehört. Vielleicht haben wir Glück. Ja. Wir kriegen die volle Punktzahl. Ja, das ist super. Das ist nett, danke, aber ich gehe nicht so gerne in Asia-Restaurants zum Arbeiten. Zum Essen, ja, aber... Oh, das ist auch wieder so eine Wasserjungfrau, oder? Ob er sauer ist, wenn wir ihm keine Libelle bringen? Wahrscheinlich verarscht er uns und es gibt einfach gar keine Libelle um die Jahreszeit. Das wäre natürlich was. Okay, ich sehe keine Kugel, ich sehe keine Kugel. Nee. Doch, da. Ich habe eine gesehen. Uiuiuiui. Wo ist die andere? Ich muss die andere noch suchen. Ah, okay, da. Gefährlich. Gefährlich nah an Bäumen hier. Das erstmal weg. So. Ich sehe nichts. Wo ist sie denn? Oh. Okay. Ich will die auch erstmal davor bekommen. Okay. Wir packen die mal hier hoch. Oh,
Achso, hoch kann man gar nicht. Oh, jetzt habe ich aber Glück gehabt, ne? Ich dachte, man kann das auch. Also runter geht auf jeden Fall. Nee. Hoch geht nicht. Na gut. Dann bleibt es halt doch hier. Ich glaube, immer wenn ich über den Weg mache, wird sie kleiner. Natürlich, also jetzt da, wo am wenigsten Platz ist, ne? Da muss sie rumliegen. Ist ja natürlich voll klar. Na gut, sie hätte auch auf der Ebene da oben sein können. Jetzt gucken wir mal uns das an. Also es ist auf jeden Fall bis unter die Ohren, würde ich sagen. Ich möchte gerne einen perfekten. Ich habe ihn gegen den... Oh. Natürlich habe ich ihn gegen den Baum gewitscht. Gerade sage ich es noch, ich muss vorsichtig sein. Manu. Na gut. Also, da müssen wir aber nochmal irgendwo reingehen. Dass ich da noch eine bilden kann. Bleib hier. Du bleibst hier stehen. Ich muss kurz weg. Ich komme gleich wieder. Dämlich muss man dann sein. Also... Alles die Müdigkeit. Ich kann alles auf die Müdigkeit schieben heute. Nein, ich bin nicht so schusselig. Ich bin nur müde. Okay. Aber ist auch keine Libelle, ne? Nee. Mensch. Das ist genauso. Wasser. Wasserjungfer. Okay. Okay, okay. Dann gehen wir da kurz vorbei. Hallo Grimm, es tut mir leid, wir müssen gleich wieder gehen. Da wartet noch ein Schneemann auf mich. Ja, du kannst gern mitkommen. Also den Schneemann will ich schon noch machen. Unbedingt. Wo ist die Kugel? Die muss ja dann trotzdem hier irgendwo sein, oder? Bei dem... Ja, hier ist sie doch. So, jetzt aber mit äußerster Vorsicht. Moment. Da will jemand die Kugel klauen. Die bleibt da. So. Einmal nach da hinten. Einmal nach da vorne. Und wieder zurück. Zappeli-wups. Einmal im Kreis. Und fertig ist der Schneekreis. Okay, jetzt lasse ich nur mal gucken. Also, wir stehen daneben. Das war bis übers Ohr, richtig? Ja, nicht ganz. Ich meine, hier fände ich schon gut, wenn er stehen würde, ne? Sollen wir dann... Machen wir hier vielleicht noch so eine Kugel? Ein kleines Kreischen und jetzt darüber? Ja, komm. Och. Warum? Was ist denn jetzt los? Warum geht das denn nicht?
Also jetzt nochmal mit Anlauf. Jetzt hat. In Perfektion! Wir haben den perfekten Schneemann gebaut. Oh, ich freue mich. Chica. Eistapet. Hat mich aber jetzt auch wirklich alles gekostet. Und meinen Caps dafür auch. Sogar 250, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir gucken jetzt mal, ob wir Ike so eine Wasserjungfer unterschieben können. Ich weiß nicht, wie sehr er uns dafür hassen wird, aber wir versuchen es mal. Natürlich ist er, da hinten ist er. Oh ja, ich kann ihm auch die Wasserjungfer geben. Sehr schön. Ein Punkte-Regenmantel. Oh ja, den mag ich. Vielen Dank. Welche Farbe hat der denn? Muss ich gleich mal anprobieren. Oh ja, das finde ich gut. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alles erledigt, oder? Dann lasst uns jetzt noch einen Kaffee trinken gehen. Bei dem Herrn von und zu Profi. Ach ja, und am Rande noch eine Info. Wenn du Lust hast auf Mario Kart, dann kannst du gerne mitspielen. Und zwar heute am Donnerstagabend, 18 Uhr. Wenn du Lust hast. Ich werde es auch auf Twitch streamen. Und da kommt dann auch der Code. Bei Mario Kart kann man ja mittlerweile einen Code für die Lobby geben. Also, wenn du Bock hast, ich würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Ich bin nicht gut, also. Aber ich bin gefährlich. Nein, ich mag es sehr gerne, die Leute abzuschießen. Und freue mich immer. Ich werde nie gewinnen, aber das macht nichts. Gewinnen ist nicht alles. Es muss Spaß machen. Danke, Kofi, für den Aufbrühkaffee. Nom nom. Sehr gut. Kaffee ist sehr gut. Ich glaube, hiermit würde ich mich auch tatsächlich verabschieden. Ich danke dir, dass du zugesehen hast. Vielleicht sehen wir uns ja heute Abend bei Mario Kart. Freue ich mich sehr drauf. Beziehungsweise ja, also am Donnerstag. Weiß ja nicht, wann du das Video guckst. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann immer du dieses Video angeguckt hast. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.